Beim Testen des nagelneuen Grabner Happy Cat Evolution Segelkatamarans kommen meine Tochter Samira und ich im April 2015 am Lac de Salagou nach langen, schweren, harten Windtagen doch noch in den Genuss von Sommersegeln. Sonne satt, 20 Grad Lufttemperatur und eine leichte Brise bis Windstärke 4, das gefällt uns. Zunächst segeln meine Tochter Samira und ich gemeinsam als eingespieltes Team, da Samira richtig große Lust hat, mal wieder ins Trapez zu steigen und über das Wasser zu gleiten. Das Segeln im Trapez gehört zu den eher sportlichen Elementen des Katamaransegelns und erfordert eine entsprechende Einrichtung am Katamaran, was auch beim Happy Cat Evolution hier heute der Fall ist. Entscheidend beim Trapezsegeln ist die Tatsache, dass alles auf den Trapezsegler passend eingestellt werden muss. Das heißt, für Samira kommt es jetzt darauf an zu checken, ist das Seil, was oben vom Top des Mastes kommt, ist der Griff und ist die Einhängeöse alles ihrer Körpergröße angepasst, so dass sie sich schnell und leicht einhängen und wieder aushängen kann. Okay, dass hier alles paletti ist und richtig eingestellt ist, beweisen zwei GoPro-Kameras an Heck und Bug des Segelkatamarans und die Aufnahmen einer Panasonic-Kamera, die von Land aus von meiner Frau Astrid bedient wird. Meine Tochter Samira und ich bringen gemeinsam mit
Kälteschutzkleidung, ca. 160 Kilogramm Kampfgewicht auf den Luftboot-Katamaran und trotzdem scheint er immer noch übers Wasser zu schweben. Meine Tochter Samira und ich sind heute mit dem Happy Cat Evolution die einzigen Windsportler auf diesem wunderschönen See. Das liegt aber einfach daran, dass jetzt Anfang April die eigentliche Segelsaison in Südfrankreich an diesem See noch gar nicht begonnen hat. We'll be right back.
Am Lac de Salagou befinden sich insgesamt 3 Campingplätze, wobei 2 davon sich zwar direkt am Wasser befinden, aber zum Segeln oder Windsurfen nicht zwingend geeignet sind, weil dort der Wind nicht gut reinkommt. Hier in der Nähe der Segelbasis dagegen kommt der Tramontana oder auch der Ostwind sehr gut rein, sodass wir hier gegen Entgelt unsere Ausrüstung für die Zeit unseres Aufenthalts hier halbwegs diebstahlsicher deponiert haben. Natürlich interessiert es meine Tochter Samira und mich, wie sich der Happy Cat Evolution Solo anfühlt. Und deshalb wechseln wir uns nun ein bisschen ab. Das Segeln eines Katamarans auf nur einem Schwimmer sieht hier leichter aus, wie es in Wirklichkeit ist. Aber andersherum, es ist auch nicht so schwierig, wie viele glauben und funktioniert sogar mit dem Happy Cat Evolution als Luftboot. Das zeugt für eine für Luftboote überdurchschnittliche Stabilität des Segelgeräts. Natürlich sind klein zerlegbare und verpackbare Reisekatamarane von ihrer Stabilität und Steifigkeit her nicht mit Festrumpfbooten zu vergleichen, aber die Tatsache, dass man sie tatsächlich auf einem Schwimmer über mehrere Meter oder 100 Meter segeln kann, beweist schon, dass hier eine Veränderung stattgefunden hat. We'll be right back.
Segeln älterer Luftsegelboote hatte ich immer den Eindruck, ich würde ein Fischernetz hinter mir herziehen. Es flutschte einfach nicht. Das Feeling kommt beim Happy Cat Evolution nicht mehr auf. Im Gegenteil, man düst recht flott übers Wasser. Und gerade Samira als Leichtgewicht hat daran ihre besondere Freude. Selbst der kleinste und leiseste Windhauch setzt sich beim Happy Cat Evolution in eine dynamische Vorwärtsbewegung um. Das gefällt uns.